Seit September 2010 hat Fortuna Düsseldorf nur ein einziges Mal zu Hause nicht gewonnen. Und jetzt raten Sie mal, gegen wen das war. Paderborn holte hier im März ein 0:0. Und sie kommen mit allem Selbstvertrauen, das du brauchst. Norbert Meyer ist sich der kniffligen Aufgabe bewusst. Immerhin alle fit. Gleiche Startelf wie beim 1:1 in Bochum. Alushi. Und jetzt dieser Traumball für Proschwitz gegen Lukimja. Sie bleiben das Phänomen der Liga. Nick Proschwitz, 12. Saisontor, erster Paukenschlag des Überraschungsteams. Tja, Paderborn hat alles. Die Eleganz eines Enis Alushi. Schauen Sie mal auf diesen Ball. Und dann ist auch diese Robustheit da von Nick Proschwitz. Der setzt hier den Körper ganz klug ein. Und dieser Lukimja, der ist über 90 Kilo schwer. Den musst du dir erstmal vom Leib halten. Also Proschwitz, der war schon in Hamburg, Hoffenheim, in Wolfsburg, in Hannover. Aber immer nur in den zweiten Mannschaften. Als 25-Jähriger träumt er von der Bundesliga. Diese Paderborner, die ziehen ihr Ding gnadenlos durch. Und selbst der Herbstmeister, der Liga Krösus Fortuna Düsseldorf, der knabbert da dran. Und sie bissen sich bislang die Zähne aus. Beister. Und jetzt Rösler. Das war fein gemacht. Na, da wollte er sich nicht lumpen lassen. Sascha Rösler, Nick Proschwitz, der ist an ihm vorbeigezogen. Und dieser kleine Frust entlud sich in einem wahren Kunststück. Das war schön, aber am Ende eben erfolglos. Nächste Szene, nächstes Beispiel, wie Paderborn das hier machte. Aggressiv waren sie gegen den Ball und sie kochten die Fortuna regelrecht ab. Und vorne, da suchten sie immer einen. Proschwitz, jetzt mal gegen Langenecke. Proschwitz und Ratajczak war noch dran. Der überragende Mann der ersten Halbzeit trug schwarz und hieß Nick Proschwitz. Nicht nur wegen seines Tores, es war Wahnsinn, was er arbeitete, was er investierte. Dank ihm und dank einer starken Mannschaftsleistung führte der SC Paderborn verdient zur Pause mit 1:0. Pause, das passt. Kurzes Durchatmen und es geht weiter aus Düsseldorf. Und heute Abend waren gut 25.000 Zuschauer in der Arena. Am Dienstag gegen Dortmund werden so viele Menschen hier sein wie noch nie zuvor. Denn das Fassungsvermögen wurde auf 54.500 erhöht. Aber die Generalprobe, die drohte zu missraten. Proschwitz brachte Paderborn nach 38 Minuten mit 1:0 in Führung. Und das alles vor den Augen des letzten Aufstiegstrainers. Herzlich willkommen, Alexander Ristitsch. So, neues Personal bei der Fortuna. Juanan kam für Jens Langenecke, der mit Magen-Darm-Problemen in der Kabine blieb. Düsseldorf weiter in Rot-Weiß, jetzt von links nach rechts. Und wir haben es erlebt. Sie haben schon oft Rückstände wettgemacht und sie kamen mit Gift und Galle. Lamberts holt sich den Ball. Vandenberg, Sascha Rösler bekommt den Ball nicht sauber verarbeitet. Na, da ist ihm die Kugel ein bisschen zu weit von der Brust gesprungen. Danach war die Szene abgepfiffen. Sascha Rösler, der war auch nicht einfach zu verarbeiten. Und dann hatte sich Florian Mohr verletzt. Deshalb die Sache unterbrochen. So, nach 55 Minuten noch ein Wechsel. Ken Ilzö kam als Joker, hat er in Bochum maßgeblich am Ausgleich mitgeholfen. Thomas Bröker ging runter. Freistoß eine Minute später. Sascha Rösler. Ilzö, Juanan und schon war es passiert. Die doppelten Joker, gezogen von Norbert Meyer, sorgten für den Ausgleich. Ilzö und Juanan, die Frischen, machten die Sache pari. Und da war alles sauber. Wir waren weit weg von Abseits. Juanan nach der Vorarbeit von Ilzö, also wie in Bochum, Ilzö als Wegbereiter. Düsseldorf auch in der Breite des Kaders mittlerweile stärker als in den letzten Jahren. Wie geht Paderborn damit um?
Also sie haben wütende Düsseldorfer erwartet. Der Ausgleich fiel aber früh. Entlastung nach dem Foul von Lamberts an Alushi. Und das war nicht besonders klug von Lamberts, denn ich sage nur Alban Meha. Letzte Woche gegen Rostock war ein Freistoß drin. Da steht er wieder und nimmt Maß. Na, das ist wunderbar, aber es hat uns auch nicht wirklich überrascht. Der dritte direkte Freistoßtreffer von Alban Meha. Und das hat in dieser Saison noch kein anderer geschafft. Tja, die haben auch diese individuelle Qualität, die Paderborner. Wenngleich, ich glaube, der Ball war nicht unhaltbar. Ratajczak war da noch dran. Nur, das ist natürlich auch schon ganz hohe Kunst von Alban Meha. Keine Zeit zum Verschnaufen. Der direkte Anstoß. Und es ging Schlag auf Schlag jetzt. Mittlerweile war es ein echtes Spitzenspiel. Fink mit ein bisschen Glück. Und das war auch nicht schlecht. Und nach 68 Minuten der letzte Wechsel bei Fortuna Düsseldorf. Rani Safjovanovic kam für Vandenberg. Noch ein Stürmer. Was sonst? Aber dann wieder alle Augen der Fortuna auf Alban Meha. Der Deutsch-Albaner und seine Spezialität. Der Standard, der Freistoß, Mohr, unfassbar. Sie spielten alle ihre Stärken konsequent aus. Es traf Torjäger Proschwitz oder der Standardkönig Meha bereitete die Tore vor. Wie hier den Kopfballtreffer von Florian Mohr und wieder Sarah Tejczak. Nicht gut aus. Mehas Standards führten jetzt schon das 11. Mal zum Glück, zum Jubeln, zu einem Tor des SC Paderborn. 1-3. Düsseldorf stolze Serie wackelte bedenklich. Erwischte sie nach 25 ungeschlagenen Spielen eine Viertelstunde noch zu gehen. Lewitz. Rösler verlängert. Und dann Ranisav Jovanovic. Alles wieder offen. Und es traf wieder ein Neuer. Alles Glück der Fortuna kam bislang von der Bank. Ranisav Jovanovic. Kramen wir mal im Gedächtnis. Gegen Dresden hat er mit dem Schlusspfiff dafür gesorgt, dass 3 Punkte in Düsseldorf blieben. Das war Saisontor 2. Und es war noch lang genug zu gehen. Es war Zeit für mehr. Und genau das hatte Düsseldorf vor. Die beste Offensive der Liga holte noch mal alles aus sich raus. Rösler, wieder Jovanovic. Also Düsseldorf ist immer ein Erlebnis. Es wird hier nie langweilig. Und nur die Älteren kennen das Gefühl einer Niederlage. Und dann hatten wir noch eine Minute. Paderborn war sich nicht zu schade, nur noch hinten drin zu stehen, zu mauern. Und Düsseldorf kam. Beister. Rösler. Kruse vor Ken Ilzö. Und es ging rein in die Nachspielzeit. Wir hätten da noch einen Aufreger. Beister gegen Paljonis. Schiedsrichter Weiner bis hierhin ohne Fehler. Und er gab keinen Strafstoß. Das hieß erstmal durchatmen bei Roger Schmidt. Und ich denke, auch hier lag Michael Weiner richtig. Der Arm war zwar dran, aber dann sehr theatralisch. Maximilian Beister. Es war nicht sein Abend. Und dann war die Sache vorbei. Diese unglaublichen Paderborner beenden eiskalt eine so stolze Düsseldorfer Serie. Und auch wenn es hinten raus knapp war, es war nicht unverdient. Schwacher Trost für Düsseldorf. Es erging ihnen wie vielen anderen vorher gegen den SC Paderborn. Paderborner standen auch defensiv sehr gut. Hatten da wieder auch unsere Schwierigkeiten, da durchzukommen. Wobei es in der zweiten Halbzeit dann besser war, wir eigentlich auch gute Möglichkeiten hatten. Wir haben sie heute nicht genutzt und somit können wir den Paderborner nur gratulieren. Wir müssen immer den Ball flach halten. Ich denke, das hat uns gut getan und ich bin doch und werde auch bestätigt, wenn ich sage, Sie sehen doch, was wir alles abrufen müssen, um erfolgreich zu sein. Wir können nicht so ein bisschen
Balliho und Balliya spielen, sondern wir brauchen diesen Willen, die Leidenschaft. Ich habe immer gesagt, wir sind keine Übermannschaft, aber eine Mannschaft, die gut funktionieren kann, das hat sie in der zweiten Halbzeit gezeigt. Da hat sie funktioniert, aber heute hat es eben nicht gereicht.